Frühstück bei Marie-Louise Hertel und Fabio Schnell. Mit Baby Smilla leben sie seit einem Jahr in Mainz und müssen bald schon wieder aus ihrer Wohnung raus. Der Vermieter hat Eigenbedarf angekündigt. Doch der Mainzer Wohnungsmarkt ist leergefegt. Wenn es Wohnungen gibt, dann eher auch teurere Wohnungen, die sich so eine kleine Familie eben nicht leisten kann. Ja. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach nicht. Man ist einfach nicht bereit, 1000 Euro warm zu zahlen für eine Wohnung, wo man noch wirklich viel Arbeit und viel Geld reinstecken muss. Aber es ist hier in Mainz leider die bittere Wahrheit. Ja. Denn immer mehr Menschen ziehen nach Mainz. Die Stadt wächst. Das hat Folgen für alle, die hier leben. In 9 Monaten müssen die 3 aus ihrer Wohnung raus. Wir begleiten sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Sie ziehen heute nach Karlsruhe. Alexander Kasper und Eileen Prokop haben das Unmögliche geschafft und in nur 3 Monaten eine Wohnung gefunden, mitten in der Stadt. Auch in Karlsruhe wird es immer enger und teurer. Günstiger wäre es, in den Vorort zu ziehen, aber hier hat man halt alles, was man braucht. Hinterhof, 2. Stock. Der Quadratmeter kostet sie über 16 Euro warm. Alex und Eileen sind nur 2 von vielen Neubürgern, die es zurzeit in die Stadt zieht. Städte wie Karlsruhe und Mainz wachsen jedes Jahr um einige tausend Einwohner, die hier leben und arbeiten wollen. Eine Erfolgsstory mit Folgen. Knapper Wohnraum, immer weniger Freiflächen. Dafür mehr Baustellen, Verkehr und Staus. Es sind Wachstumsschmerzen der sogenannten Schwarmstädte. Wir wollen wissen, was bedeutet das für die Menschen, die hier leben? Und für die, die sich hier ein neues Leben aufbauen wollen? Und wie gehen die Städte selbst mit dieser Herausforderung um? Es ist gerade mal ein Jahr her, dass sie sich mit viel Mühe und Geld ihre Wohnung in Mainz schön gemacht haben. Dann wurde Smilla geboren. Nun müssen sie wieder raus. Marie-Louise Hertel und Fabio Schnell wissen, dass sie nicht zu den beliebtesten Mietern auf dem Wohnungsmarkt gehören. Als Sozialarbeiter und angehende Kommunikationsdesignerin ist ihr Einkommen nicht üppig. Mit einer speziellen Wohnungssuchanzeige im Internet hoffen sie vor allem eins: Aufmerksamkeit zu erregen und uns von den anderen abzuheben. Einfach damit potenzielle Vermieter, wenn die irgendwie durchscrollen, uns ins Auge fassen und uns anschreiben. Die Zeit drängt. Geld für Makler oder teure Inserate haben sie nicht. Sie versuchen es mit dem Sockentrick. Diese sympathische Familie sollte doch jeder Vermieter gern bei sich wohnen lassen. 3 Zimmer, bis 900 Euro warm. Das muss doch möglich sein. So hat man sich das auf jeden Fall nie vorgestellt, dass man Bilder machen muss, dass man auf sich aufmerksam machen muss, dass man mit 20, 30 Bewerbern in einer Wohnung steht, um sie eventuell zu bekommen. So hat man sich das auf jeden Fall nie ausgemalt und es ist verdammt schwierig. Hier in Mainz-Hechtsheim hatten sie sich seit einem Jahr gut eingelebt. Smilla wurde bereits auf die Warteliste des hiesigen Kindergartens gesetzt. Sie mögen es, städtisch zu wohnen. Denn die Stadt hat im Vergleich zum Land für sie wichtige Vorteile. Vor allen Dingen die gute Infrastruktur und die gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir haben kein Auto und haben auch nicht vor, uns ein Auto anzuschaffen, weil die Mehrkosten kann man dann durch das Wohnen auf dem Land auch durch die Mieten nicht mehr reinholen. Deswegen wollen wir weiterhin nah an der Stadt wohnen und durch die öffentlichen Verkehrsmittel dann eben auch zu unseren jeweiligen Arbeitsstellen pendeln. Wird der Sockentrick funktionieren? Wir werden sehen. Nur ein paar hundert Meter weiter von ihnen entfernt wird in großem Stil gebaut. Mainz muss nachverdichten, neue großflächige Wohnprojekte schaffen. 2015 wohnten hier etwa 210.000 Menschen. 2018 schon 217.000. In nur 3 Jahren sind hier 7.000 Einwohner dazugekommen.
Marianne Grosse ist die Mainzer Baudezernentin. Hier beim Heiligkreuz-Areal, dem derzeit größten Wohnprojekt in der Stadt, entstehen 2000 Wohnungen. Auf dem 30 Hektar großen ehemaligen IBM-Gelände soll ein durchmischtes Stadtquartier entstehen. Warum fehlen hier eigentlich so viele Wohnungen in Mainz? Na, die Wohnungen fehlen deshalb, weil keine Statistik uns hat sagen können, dass wir irgendwann mal zu einer Schwarmstadt werden. Und irgendwie freuen wir uns natürlich, dass unsere Stadt so attraktiv ist, was übrigens auch so ist, und dass die Menschen so gerne sich hier niederlassen und hier leben wollen bei uns. Wir müssen dann gucken, dass wir mit unserem Wohnungsbau und mit unseren Angeboten hinterherkommen, und zwar vor allen Dingen unter der Überschrift bezahlbarer Wohnraum. Das heißt, Sie haben es in den letzten Jahrzehnten verschlafen? Nee, verschlafen nicht. Sie können ja tatsächlich diesen Zustrom und diese Beliebtheitsform einer Stadt nicht 20 Jahre voraussehen. Das heißt, wir haben ja schon ziemlich schnell dann angefangen, mit Bebauungsplänen zu reagieren. Die brauchen natürlich ihre Zeit, aber wir sind jetzt auch mittendrin. Also wir haben jetzt in der letzten Zeit 6.500 Wohnungen geschaffen. 6.500 Wohnungen wurden gebaut, von 2011 bis 2018. Zum Beispiel am Mainzer Zollhafen. Doch die kosten bis zu 7.000 Euro pro Quadratmeter. Beim Viertel Klostergarten entstehen Wohnungen mit 4.500 Euro pro Quadratmeter. Preise weit über dem Budget, auch für mittlere bis gute Einkommen. Selbst für die ist bezahlbarer Wohnraum hier äußerst rar geworden. Denn in 10 Jahren haben sich die Mietpreise in Mainz glatt verdoppelt. Wer fällt denn hier in Mainz eigentlich so wirklich aus dem Netz so in Sachen Wohnen? Sind es eigentlich nur die Geringverdiener oder auch so der Mittelstand? Na gut, also das ist eine Entwicklung, die wir natürlich sehen können, dass diejenigen, die tatsächlich auch normal verdienen, ja, häufig sich Wohnungen und Mietpreise in Mainz nicht mehr leisten können. Zu wenig bezahlbarer Wohnraum auch in der Schwarmstadt Karlsruhe. Für Studenten und Auszubildende wie Alexander und Eileen heißt das, nehmen, was man kriegt. Wir hatten keine anderen Optionen. Die Lage passt, so von den Rahmenbedingungen passt alles, die Wohnung ist schön. Ist ein bisschen über dem Budget, aber ist für den Staat passt alles. Obwohl die Wohnung sehr klein ist, eng und verbaut, sind die beiden Neu-Karlsruher froh, etwas gefunden zu haben. Es war ja erst nur zur Zwischenmiete ausgeschrieben und ich habe sie trotzdem angeschrieben, weil ich dachte, notfalls auch Zwischenmiete. Und dann hat sich das ergeben, dass die Wohnung doch komplett leer wird. Also es war auch eine Menge Glück dabei, denke ich. 800 Euro zahlen sie gemeinsam für Miete, Strom und Wasser. Das ist gerade so machbar. Das Wichtigste ist die Stadt und die Nähe zum Hauptbahnhof. Lage, Lage, Lage. Die Mieten sind hier zwar noch mal höher, aber dafür kann Alexander von hier aus relativ schnell ins 50 Kilometer entfernte Landau zur Uni pendeln. In dem Fall war es uns das wert, weil jetzt halt auch Alex nicht so einen ewig weiten Weg auf sich nehmen wollte. Also es wird so schon eine Dreiviertelstunde ungefähr sein und das reicht dann auch. Steckt man halt vielleicht ein bisschen mehr Geld rein, aber dafür hat man dann auch was zu tun am Wochenende und so unter der Woche auch. Wir werden Sie in einigen Wochen wieder besuchen, wenn Sie richtig angekommen sind in Ihrem neuen Leben in der Stadt. 2018 lebten etwa 310.000 Menschen in Karlsruhe. 2023 sollen es der Prognose nach 332.000 Einwohner sein. Die Menschen kommen, vor allem junge, da hier viele Arbeitsplätze entstehen. In den nächsten 10 Jahren werden etwa 20.000 neue Wohnungen gebraucht. Überall wird nachverdichtet. In alten Fachwerk- und einzelhausgeprägten Straßen wird abgerissen und neu gebaut. Moderne Mehrfamilienhäuser reingesetzt. Hauptsache den freien Platz effektiv ausnutzen. Wir verlassen kurz das Thema Wohnraum. Denn auch in anderen Bereichen müssen die Städte den rasant steigenden Einwohnerzahlen gerecht werden. Was können sie zum Beispiel gegen zu viele Autos, Abgase und Staus tun? Alles wird mittlerweile in Städten gemessen und aufgearbeitet. Und eins ist klar: Eine Stadt muss sich mit seinen Menschen für die Zukunft rüsten.
Karlsruhe will deshalb innovativer und digitaler werden. Vieles wird bereits überwacht. Busse und Bahnen im normalen Stadtverkehr. Überall werden Kameras und Sensoren angebracht. Um Staus durch die langsamen Müllfahrzeuge zu vermeiden, geht zum Beispiel die Müllentsorgung der Karlsruher Verkehrsbetriebe neue Wege. Müllabfuhr auf digitalem Abruf. Die roten Punkte zeigen die Füllstände an. Also wenn sie rot anzeigen, dann sind sie gefüllt. Das heißt, wir fahren sie direkt an zur Leerung. Wir können effizienter arbeiten. Das Ganze ist noch in der Testphase. 350 Abfallbehälter sollen schon bald effizient geleert werden in Karlsruhe, um Stau in den Stoßzeiten zu vermeiden. Die Stadtwerke möchten mit einer umfassenden digitalen Infrastruktur Karlsruhe in eine Smart City verwandeln. Es soll Zeit, Arbeitskraft und Geld sparen. Das Ganze funktioniert mit Ultraschallsensoren, die Daten zu den Servern der Stadtwerke schicken. Im Fall der Müllbehälter misst der Sensor von Entwickler Robin Birk unterirdisch, wann das Fass voll ist. Es ziehen immer mehr Leute in die Städte und da geht es auch darum, immer mehr Personen sind an einem Fleck und da muss auch das Zusammenleben muss irgendwie weiter geregelt werden. Und wenn dann so ein Müllauto irgendwo was blockiert, dann ist es immer doof, besonders wenn kein Müll da ist. Und wenn man hier wirklich nur dann kommt, wenn es auch notwendig ist, dann ist es natürlich für jeden in der Stadt auch prima. Zurück in Mainz auf der Suche nach einer neuen bezahlbaren Wohnung. Marie und Fabio versuchen alles. Auch den Gang zur Wohnungsbaugesellschaft scheuen sie nicht. Doch eine Sozialwohnung zu bekommen, ist so eine Sache. Ich würde sie jetzt dann in unserem System auch anmelden. Da bräuchte ich am besten einen Ausweis, damit ich die persönlichen Daten schon mal eintragen kann. Die Städte haben einen Großteil ihrer Wohnungen in den letzten 2 Jahrzehnten verkauft. Mietpreisbindungen sind weggefallen. Sozialwohnungen gibt es nicht mehr viele. Claudia Giese von der Wohnbau Mainz macht das Dilemma deutlich. Wir haben im Jahr ungefähr 5000 Menschen, die sich bei uns um eine Wohnung bewerben, können aber im Schnitt nur ungefähr 800 Wohnungen neu vergeben im Jahr. Das zeigt so das Verhältnis und auch natürlich der Druck, der auf dem Markt da ist. Gerade mal 6300 Sozialwohnungen gab es Anfang 2019 in Mainz. Viele städtische Grundstücke wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Investoren verkauft, die teuer bauen und verkaufen und damit Rendite machen. Wie hier am Mainzer Zollhafen, wo mindestens 1400 Wohnungen entstehen für die oberen 10.000. Die Stadt hat zwar im Nachhinein mühsam durchgesetzt, etwa 170 öffentlich geförderte Wohnungen mit geringen Mieten auf der Straßenseite noch nachträglich zu errichten. Doch ist das für Bauunternehmer und die Stadt Mainz nicht wirklich lukrativ? Das hat mit lukrativ nichts zu tun, sondern es geht wirklich darum, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen, als große Überschrift in einem guten Umfeld. Und dass wir zeigen, das geht. Wir brauchen auch höher finanzierten Wohnraum, also für die, die wirklich gut verdienen, weil ich finde, es steht einer Landeshauptstadt auch gut an, wenn dann der Manager nicht in Ingelheim wohnt, sondern dass der Böhringer Manager dann zu uns kommt und hier wohnt. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich darin, den normalen Menschen hier in Mainz ein Wohnen zu ermöglichen, in dem sie sich wohlfühlen. Von den 2000 Wohnungen, die hier am Heiligkreuz-Areal in den nächsten 10 bis 12 Jahren entstehen, werden 500 Wohnungen sozial gefördert. Das sind 25%. Seit 4,5 Jahren hat die Stadt Mainz bei Neubauprojekten, wo sie aktiv beteiligt ist, eine Quote von etwa 25% gefördertes Wohnen realisiert. Immerhin. Doch wird nicht in Wahrheit viel mehr benötigt? Immer wieder kämpfen Bürgerinitiativen für ihre Stadt gegen die weitere Privatisierung und den Verkauf öffentlicher Flächen. Zum Beispiel in der Mainzer Ludwigstraße. Hartwig Daniels, Sprecher der Initiative, kann die meisten Pläne der Stadt nicht verstehen. Am Zollhafen oder am Winterhafen, wo wir jetzt eine wirklich mustergültige Luxusbebauung haben, ja, das gehörte der Stadt. Und jede Stadt ist froh, wenn sie über eigenen Grund und Boden verfügt, weil sie dann auch genau festlegen kann, was dort gebaut wird. Zum Beispiel Sozialwohnungen oder eben
günstigerer Wohnraum. Stattdessen haben sie es verkauft. Und das zu einem Zeitpunkt, als lang absehbar war, dass der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum weiter steigt, dass dieser Zugzug da ist und diese Wohnraumknappheit da ist. Die Initiative versucht, Mainzer Bürger zu überzeugen, um die Richtung der Städteplanung zu ändern. Die Stadt hat sich bedauerlicherweise in den letzten 15 Jahren vor allem mal um die Ansiedlung von Luxuswohnungen verdient gemacht. Völlig unbegreiflich. Und jetzt fangen sie langsam an, mit einem neuen Baugebiet mal zu sagen, dann nehmen wir einen Teil Sozialwohnungen mit rein. Aber das kommt zu spät. Während in Mainz zu viele Luxuswohnprojekte realisiert würden, veröde die City. Auch das ein Vorwurf der Initiative. Bezahlbarer Wohnraum in der Stadt. Das ist auch der Traum von Stefan Fritz aus Karlsruhe. Und darum hat er kürzlich ein Haus gekauft. Das freilich steht noch weit außerhalb der Stadt. Aber wenn es nach Stefan Fritz und seiner Freundin geht, soll das nicht so bleiben. Sein Haus soll in die Stadt. Weißt du was? Ich mache gerade noch die Heizung an. Aber bis es soweit ist, besucht er es regelmäßig. Die Heizung schaltet er schon mal per Handy an. Und dann geht's los. Eine Stunde Richtung Westen. Seit einem halben Jahr ist Stefan Fritz Hausbesitzer. Spezial angefertigt, damit es den Campingplatzregeln entspricht, sein Tiny House. Alles, was er besitzt, ist hier drin. So, die Brötchen. Nur mit einem Koffer wohnt er während der Woche in Karlsruhe bei Freundin Christiane. Von allem überflüssigen Ballast hat er sich befreit. Ich habe mir ein Tiny House gekauft, weil ich auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum war. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich gar nicht viel brauche. Also ich brauche nicht viel Zeugs und ich brauche dementsprechend auch nicht viel Wohnfläche. Und von daher war das Konzept Tiny House für mich genau das Richtige. Wenn wir hier schlafen wollten, dann entferne ich ganz kurz die Treppe, stelle sie hier oben hin. Und dann gibt es auch hier diese zwei Scharniere an der Seite, die das Bett im Prinzip festhalten, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Der ITler hat sein kleines Haus genau durchdacht. Essen, arbeiten, schlafen. Alles ist hier drin möglich. Ich denke, Tiny House ist ein Modell der Zukunft. Gerade weil es eben bezahlbar ist. Ja, also ich meine, ich kann sagen, ich habe hier 36.000 Euro für dieses Haus bezahlt. Das ist eine Summe, die man noch aufbringen kann. Und ich sag mal, für 36.000 Euro kriege ich vielleicht in der Stadt eine Hundehütte, ich weiß es nicht. Auf 18 Quadratmetern kann er schalten und walten, wie er will, und zahlt nur die Pacht für den Campingplatz. Diesen Miet- und Wohnungswahnsinn wollte er nicht mehr mitmachen. Ja, hier hinten haben wir dann das Bad. Das ist ein vollwertiges Bad. Mit einer relativ breiten Duschkabine. Also ich sag mal, so eine Duschkabine hatte ich bisher noch in keiner Wohnung. Ja, dann haben wir ein Waschbecken und eine Trockentrenntoilette. Alles da, was man zum Leben braucht. Sollte noch jemand kommen, haben wir hier noch ein Papierhockerchen. Das Pappe ist auch ein wunderschönes Material, weil es einfach durch diese Strukturen so extrem stabil ist. Und es hat auch einen gewissen Nachhaltigkeitseffekt. So. Dann könnte man hier rein theoretisch sitzen und fertig. Bald möchte er sein Tiny House nach Karlsruhe holen, wo er arbeitet. Ob ihm das gelingt, wir werden sehen. Abends in Karlsruhe. Bei Alexander Kasper, den wir bei seinem Einzug kennengelernt haben, hat der Pendelalltag begonnen. Alexander kommt gerade aus Landau, wo er Psychologie studiert. Ich brauche reine Fahrzeit 30 Minuten. Mit dem schnelleren Zug, 50 Minuten mit dem langsamen und ja, dann nochmal 10 Minuten von Tür zu Tür. Also insgesamt so 50 Minuten. Wenn's gut läuft, aber oft dauert es auch eine gute Stunde, macht mitunter über 2 Stunden Pendeln am Tag. Alles für ein Leben in der Stadt. Alexander bereut es dennoch nicht und nimmt das Hin und Her in Kauf. Knapp 2 Monate leben sie nun schon zusammen in Karlsruhe, haben sich ihre Wohnung eingerichtet und bewältigen miteinander den gemeinsamen Alltag. Hallo.
Gemeinsam? Hallo. Viele Leute haben sie noch nicht kennengelernt, weil sie sich durch die Pendelei selbst kaum sehen. Meistens sehen wir uns erst abends. Und dann, wie jetzt zum Beispiel, dass wir was zu essen machen oder wenn wir beide zu fertig sind, dann gehen wir halt mal eben zum Dönerladen oder sonst was. Ja, so Sachen einkaufen, Wäsche waschen, natürlich so das ganz Normale, aber viel Zeit zusammen bleibt da eigentlich auch gar nicht mehr. Davon abgesehen haben sie nachgemessen und festgestellt, dass ihre Wohnung eigentlich nur 36 Quadratmeter hat und sie viel zu viel Miete zahlen. Das heißt, ihr zahlt für eine 44 Quadratmeter Wohnung und habt aber nur 36? Genau, also im Vertrag steht eben nicht, wie viele Quadratmeter es sind. Aber in der Ausschreibung im Internet stand 44 Quadratmeter. Insofern, ja. Das würde bedeuten 20 Euro warm pro Quadratmeter. Auch in Karlsruhe läuft irgendetwas falsch. Etwa 3.600 Sozialwohnungen gibt es hier derzeit in der Stadt. Das sind nur 2,3% des Gesamtwohnungsbestandes in Karlsruhe. Immerhin, etwa 400 Sozialwohnungen befinden sich derzeit im Bau. Aber knapp 6.000 Haushalte stehen auf der Warteliste der Volkswohnung der Karlsruher Wohnbaugesellschaft. Wir wollen wissen, wie andere Städte ihre Zukunft planen und reisen nach Wien. Die Stadt gilt in Europa als ein Musterbeispiel für bezahlbares Wohnen. Überall in der Stadt gibt es einen Großteil an Sozialwohnungen, von denen die neueren sogar recht schick wirken. Die Einkommensgrenze für eine solche Wohnung liegt bei 3.250 Euro für einen Alleinverdiener. Der Quadratmeterpreis 7 Euro warm. Der Wiener Wohnservice, die städtische Vermittlungsstelle für geförderte Wohnungen, hat laut Alexander Svetkovic, dem Leiter der Wohnberatung, das ganze Jahr hindurch ein großes Angebot. Im Vergleich zu anderen Großstädten in Europa haben wir unsere Gemeindewohnungen nicht verkauft. Das war ein strategisch wichtiger Zug, welcher die Stadtregierung vollzogen hat, den Trend nicht zu folgen. Parallel dazu hat man begonnen, den geförderten Wohnbau auszurollen und hat damit über 200.000 Wohneinheiten in Wien in kürzester Zeit geschaffen. Und darum leben fast 60% der Wienerinnen und Wiener in einem kommunalen Wohnbau der Stadt Wien. Hier lebt der Arzt neben dem Polizisten fürs gleiche Geld, in gleichen Wohnungen. Im Sozialbau zu wohnen ist kein Stigma. Vor allem lebt so der überwiegende Teil der Wiener in ihm. Was ist hier wirklich anders als bei uns? Es gibt den politischen Willen zu bauen. Das heißt, wenn wir hier ein Bauprojekt haben, von der Anmeldung des Bauprojekts bis zur Schlüsselübergabe dauert es im Schnitt 35 Monate. Im Vergleich zu anderen Städten in Europa, wo man jahrelang erstmal auf eine Genehmigung warten muss und bis es dann zur Realisierung kommt, vergehen Jahre und das ist in Wien anders. Weil der Wille da ist, aber das lässt sich auch die Stadt kosten. Das heißt, wir haben ein eigenes Budget für Fördermittel hier in Wien, was auch jährlich zum Großteil auch ausgeschöpft wird. Für Manuela Gubesch ist heute ein Tag zum Feiern. Mit Tochter Nadine bekommt sie die Schlüssel zu ihrer neuen Sozialwohnung im 8. Bezirk von Wien. Der Bau der neuen Wohnanlage mit 87 Wohnungen hat nur 14 Monate gedauert. Bauunternehmer Alexander Lattenmeier wird heute die Wohnung übergeben. Ich begrüße Sie, Frau Gubisch. Grüße, Herr Lattenmeier. Zum ersten Mal sieht sie die Wohnung komplett fertig. In ein paar Tagen will sie einziehen. Na bitte, gerne. So, ich drehe Ihnen das Licht auf. Oh, das ist warm. Na, freilich, Herz. Ist schon ein Heiz. Oh. Drei Zimmer, 70 Quadratmeter, 490 Euro warm. Ein Traum in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Terrasse draußen. Ja. Ich komme ja jetzt aus einer teureren Wohnung und auch vom Platz her. Ich habe jetzt zwar 95 Quadratmeter, habe aber bei weitem nicht den Platz, den ich hier habe. Ne? Weil ich zum Beispiel 6 Meter Glasfront habe, ne? Wo man dann nichts hinstellen kann. Ne? Auch im Kinderzimmer, ne? Dass man wirklich nur 1,5 Seiten haben, wo man was hinstellen kann. Das ist da, die Räume sind zwar klein, aber so super durchdacht.
Das sind kompakte Grundrisse, also halt auf möglichst wenig Nutzfläche, damit es auch bei den Mietkosten möglichst niedrig ist, halt eine hohe Anzahl an Zimmern. Dadurch sind die Zimmer relativ klein, quasi alle Funktionalräume, also Bad, WC und quasi Küche und Wohnzimmer ist meistens in einem. Ja, also quasi, dass die Nutzfläche eher tief gehalten wird, damit auch dann der Mietpreis nicht so hoch hinaufgeht. Gut, Frau Gubesch, dann beginnen wir mit dem Übergabeprotokoll. Die neue Wohnung ist eine sogenannte Smart-Wohnung. Diese Form der Sozialwohnung ist in Wien der Renner. Für Mieter und Bauunternehmer. Es geht nicht mehr um immer größer. Es geht um effektives Ausnutzen, um mehr Wohnwert pro Quadratmeter. Aber der Spalter hinten, bleibt der so? Moment. Das sind unterschiedliche Materialien, wenn Sie klopfen, das ist Stahlbeton. Ja, okay. Das ist Trockenbau, das klingt wohl. Okay. Smart-Wohnungen sind zweckmäßig, durchdacht, ohne Schnickschnack. Von den Oberflächenmaterialien gibt es natürlich einen Unterschied zu hochpreisigeren Eigentumsobjekten, wobei das gerade hier bei diesem Bau eigentlich nur bedingt zutrifft, da wir Holzparkett haben, wir haben großformatiges Fliesenformat, das eigentlich im Sozialbau unüblich ist. Wir haben es gemacht. Also das ist eigentlich durchaus ein sehr hohes Ausstattungsniveau, was wir hier realisieren. Alles möglich in Wien. Für Menschen wie Manuela Gubesch. Ich bin allein mit meinen zwei Mädels und eigentlich hat die Miete fast das ganze Gehalt aufgefressen, jetzt die letzten 3 Jahre extrem. Ne? Ich bin zwar eingezogen damals mit 630 Euro, nur 6 Jahre später, ne, wie gesagt, auf knapp 860 Euro. Ne? Und ich sage immer, für Normalverdiener ist das nicht mehr leistbar. Die Stadt Wien setzt gerade nicht auf Großinvestoren, die in Zeiten niedriger Zinsen mit Wohnraum glänzende Geschäfte machen wollen. In Mainz geht derweil die leidige Wohnungssuche von Marie und Fabio weiter. Hallo, grüß euch. Hallo. Hallo. So, schauen wir uns die Wohnung an. Ja. Sie haben nun doch Makler Tobias Grünert hinzugezogen. Viel im Angebot in ihrer Preiskategorie hatte nicht. Eigentlich ist das die einzige Wohnung. Sie werden auch nicht die einzigen sein, die sich diese Wohnung anschauen. So, vielleicht fangen wir hinten links im Wohnzimmer mal an. Da zeige ich Ihnen das mal. Also das ist eine 70 Quadratmeter Wohnung. Hier drüben Balkon zum Innenhof. Ja. Parkplatz gibt es leider keinen. Das ist nur ein Eckgrundstück. Okay, wir haben gut, Keller gibt's dazu. Sehr gut. Und renoviert wird auch noch alles vom Eigentümer. Ja? Also das Bad ist gemacht worden, das kleine Duschbad. Das können wir uns noch 6 Monate. Dann müssen Sie aus Ihrer alten Wohnung raus. Kleines Duschbad. Es sitzt einem einfach im Nacken, dass wir aus dieser Wohnung raus müssen. Wir fühlen uns da nicht mehr so wohl. Man will sich gar nicht mehr schön machen in der Wohnung. Man hat gar keine Lust irgendwie zu dekorieren oder so. Also wir sind schon stark auf Wohnungssuche. Wir bewerben uns auch bei jeder möglichen Wohnung, die irgendwie zu uns passen würde. Genau, und dann geht es weiter in die Küche. Die wird quasi auch noch aufbereitet. Das heißt, es kommt ein neuer Boden rein, die Küchenelemente, die kommen noch raus. Die Einbauküche, vermute ich mal, wird der erste Mieter selbst mitbringen müssen. Aber das ist noch Verhandlungssache, das muss ich mit dem Eigentümer noch klären. Ansonsten gibt es neue Fenster. Hier vorne raus, neuer Boden, Wandbelag, es wird einmal alles neu gemacht. Ja. Nicht gerade der Stoff, aus dem Träume sind. Die ehemalige Maisonette-Wohnung wird in 2 Wohnungen aufgeteilt. Eine kostet dann bei 70 Quadratmetern mit 3 Zimmern etwa 1.000 Euro warm. Doch die Zimmer sind recht klein und die Straße vor der Tür ist recht breit. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie ist denn die Wohnung hier? Wenn man sich vorstellt, dass sie noch renoviert wird, finde ich sie eigentlich auch ganz schön. Also ja, würde eigentlich passen. Auch wenn die am Ende tatsächlich 1.000 Euro warm kostet? Wir sind sowieso mit unserem Budget jetzt ein bisschen hochgegangen. Nachdem wir auch für 900 warm nichts gefunden haben, sind wir auf 1.050 hochgegangen. Also das muss dann auch irgendwie gehen. Ja. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ja. Das ist, wir haben es jetzt mal ausgerechnet, so 50% von unserem Einkommen geht nur für Miete drauf. Also das ist schon wirklich unglaublich. Ist das ein Schnäppchen oder wie sieht das aus?
Na, Schnäppchen kann man jetzt nicht sagen, aber das ist mittlerweile fast die Regel, dass quasi die alten Wohnungen auch für um die 10 Euro pro Quadratmeter nach der Sanierung angeboten werden. Hat eine zentrale Lage, hat leider keinen Stellplatz, aber wird sich vermutlich trotzdem gut vermieten lassen. 50% des Einkommens nur für die Miete, das wird dem Vermieter nicht gefallen. Sie werden weitersuchen, wir werden sie begleiten. Noch einmal zurück nach Karlsruhe. Wenn Eileen Prokop morgens zur Arbeit aufbricht, ist ihr Freund Alexander schon lange weg, auf dem Weg nach Landau. Sie nimmt das Auto, einmal quer durch die Stadt. Die 20-Jährige macht eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin und wollte sich, als sie herzog, nicht von ihrem Auto trennen. Es lohnt sich eigentlich nicht, mit dem Auto zu fahren in Karlsruhe. Die meisten nehmen tatsächlich das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel, weil man mit dem Auto hier einfach nicht so gut bedient ist. Also es sind so viele Baustellen momentan und von daher kommt man echt kaum voran. Der Zuzug von Menschen in die Stadt bedeutet auch immer mehr Autos in der Stadt. Und weil die Straßen ausgebaut werden müssen und überall neue Wohnprojekte entstehen, müssen Autofahrer in Karlsruhe und Mainz derzeit starke Nerven haben. Oder einfach aufs Auto verzichten. So wie Stefan Fritz, der Tiny-House-Besitzer und seine Freundin Christiane. Sie sind Verfechter des sogenannten Faltrads. Du bist einfach schneller unterwegs als mit dem Auto, ja. Und so ein Fahrrad begleitet mich an die Startstation von der Straßenbahn, klappe es zusammen und dann fahre ich ratzfatz an den Bahnhof und steige dann in den Zug mit dem Ding und fahre wegen mir auch sonst wohin. Ja. Aber auf jeden Fall innerstädtisch ist das für mich die Zukunft. Es führt kein Weg am Fahrrad dran vorbei. Wobei man auch sagen muss, dass die Fahrradinfrastruktur dann auch etwas ausgebaut werden sollte, denke ich. Weil es gibt wirklich Stellen, wenn da ganz viele Fahrräder unterwegs sind, dann staut sich es umso mehr, weil die Autos auch nicht überholen können zum Beispiel. Also da muss man auch ein bisschen infrastrukturtechnisch noch was tun. Ich glaube nicht, dass wir Einzelexemplare sind, schon gar nicht im Raum Karlsruhe. Ich glaube, wir sind da mehr Teil eines Umbruchs. Ja, und das fühlt sich irgendwie gut an. Es macht Spaß, damit dabei zu sein. Ja, es hat einfach so viele Vorteile. Ich denke, das wird vielen bewusst. Fahrradfahren, der Wert des Statussymbols Auto geht ein bisschen zurück in unserer Generation, habe ich das Gefühl. Und dann einfach der sportliche Effekt, Wegstrecken, die man sowieso zurücklegen muss, mit dem Sport zu verbinden. Ja, es macht Spaß, man spart Spritgeld. Es hat einfach überzeugende Vorteile. Hier raus? Jo. Das Faltrad kann Stefan Fritz in jedes Verkehrsmittel mitnehmen. Und es spart in der Stadt auf dem Weg zur Arbeit fast immer Zeit. Von Tür zu Tür brauche ich knapp 20 Minuten mit dem Fahrrad und mit der Bahn. Und mit dem Auto? Je nach Staulage zwischen 15 und 45 Minuten. Mit dem Faltrad zu seinem Tiny House. Das ist sein Ziel. Er wird uns noch zeigen, wie er das Haus nach Karlsruhe holen wird. Doch erstmal zurück in Mainz. Marie und Fabio haben immer noch nichts zum Wohnen gefunden. Heute gucken sie sich mit Makler Tobias Grünert eine Wohnung in Mainz-Kastell an, die schon lange leer steht. Sie ist ein bisschen teuer, aber vielleicht lassen die Vermieter mit sich reden. Etwa 5 Monate haben sie noch, bis sie aus ihrer alten Wohnung raus müssen. Gäste-WC. Ja. Ganz neu. Erstbewohner wären sie hier. Das Umfeld für Smilla wie geschaffen. Besonderheit hier auch noch Schallschutzfenster, weil hier die Güterzüge abends langrauschen. Also die beiden Räume haben extra besondere Fenster eingebaut. Die wird schon sehr hochpreisig angeboten. Wir sind jetzt hier bei 13,50 Euro pro Quadratmeter. Ist gehoben ausgestattet, hat ein Gäste-WC, hat ein relativ großes Bad. Von den Oberflächen einen geölten Eicheboden und halt oben, das ist so ein bisschen das Highlight, eine relativ großzügigen Wohn-Essbereich mit 2 Terrassen. Das wär's für Marie und Fabio. Aber 13,50 Euro pro Quadratmeter bedeutet bei der Größe etwa 1.600 Euro. Kalt. Wären doch bloß die Dachterrassen nicht mit einberechnet. Soll ich mit der Eigentümerin sprechen, dass sie ihn für die Hälfte vermietet, dann kommen wir vielleicht ins Geschäft. Dann wären wir sofort dabei, ja.
Es ist wieder Wochenende im Tiny House. Ein Tiny House ist zum Umziehen gedacht. Hinstellen, wohnen, leben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, in so einem Ding komplett zu wohnen, ja. Weil ich habe wirklich festgestellt, ich brauche nicht mehr. Das ist so. Perfekt, dann bereite ich schon mal den Tisch vor. So. Stefan Fritz ist bescheiden. Sein kleines Reich, das er bald nach Karlsruhe holen will, hat alles, was er braucht. Es ist effektiv, platzsparend und aus nachhaltigen Materialien. Er gehört zu einer neuen Gruppe von Minimalisten, die genug haben von immer höher, immer größer, immer weiter. Und letztlich immer teurer. Ich habe keine Lust, mich 20 oder 25 Jahre an Kredit von der Bank zu binden. Deswegen habe ich dieses Modell gewählt. Das ist innerhalb weniger Jahre abbezahlt. Und das macht es mir leichter zu leben. Ja? Weil wenn ich immer im Hinterkopf habe, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich muss das machen, ich muss das Geld erwirtschaften, damit das Haus am Leben erhalten bleibt oder sonst irgendwas, das schränkt mich doch tatsächlich in meinen Möglichkeiten ein. Also mir gibt es echt Freiheit. Auch Christiane glaubt fest daran, dass so ein Wohnkonzept der Zukunft aussehen könnte. Langfristig kann ich mir das gut vorstellen. Vor allem habe ich auch eine Idee, dass man in einer Gemeinschaft dann leben könnte. Also mehrere Tiny-Häuser auf einem Grundstück, wo man sich dann auch im Alltag unterstützt, vielleicht auch im Alter. Ich denke, das könnte vielleicht auch eine Idee sein. Im Alter, gerade wenn Menschen vielleicht keine Kinder haben oder da einfach auf sich allein gestellt sind, dass man sich zusammentut, mehrere Häuser auf ein Grundstück stellt und dann gemeinsam auch die alltäglichen Probleme angeht. Der Karlsruher Citypark. Auch hier ist Wohnen teuer. Vorbereitet und ihr geht jetzt gleich so auf eure Stationen, also seid schön. Architekt und Stadtplaner Markus Neppel ist heute mit Kollegen und Studenten hier. In diesem riesigen Wohnviertel, das in den letzten 20 Jahren entstand, leben Gutverdiener. Sozialwohnungen gibt es hier nicht. Viel wurde zu Beginn am Citypark kritisiert. Er sei zu eng gebaut, zu viele Wohnungen auf zu wenig Platz. Hallo, guten Tag. Hallo. Wir machen hier eine Umfrage für die Universität, für ein Seminar. Können Sie uns bitte helfen, einen Fragebogen ausfüllen? Ja, wenn es schnell geht. Die Studenten sollen heute die Anwohner nach ihren Erfahrungen und Bedürfnissen, ihrer Kritik und Verbesserungsvorschlägen fragen. Die Bepflanzung hier, eintönig bis abwechslungsreich. Also die Bäume sind halt noch sehr klein, da kann jetzt keiner wirklich was für, die brauchen halt ihre Zeit zum Wachsen. Aber es ist sehr heiß im Sommer durch wenig Schattenflächen, also auch unter diesen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wo die Pflanzen ranken können, an den Metallstreben, da ist so gut wie gar kein Schatten. Also das kann man im Sommer nicht nutzen. Was ist bei einem neuen Wohnviertel den Menschen wirklich wichtig? In Karlsruhe arbeitet die Stadt mit Architekt Markus Neppel und seinen Kollegen, Landschaftsarchitekt Steffen Becker und Soziologe Matthias Burgbacher zusammen. Die Menschen müssen am Ende in diesen Stadtteilen leben und deswegen müssen wir irgendwo die Menschen auch fragen, wie wollt ihr leben, beziehungsweise wenn wir die nächsten Quartiere planen wollen, fragen, okay, hat das funktioniert, wie wir die letzten geplant haben und fühlt ihr euch da wohl, was ist verbesserungsbedürftig? Ich glaube, die Architektinnen und Architekten sind die Experten, wenn es um das Planen und Bauen geht. Aber die Menschen sind, wenn man so will, dann die Experten im darin Leben. Und die können uns da am meisten verraten, wie es ihnen darin geht. Was halten die Mieter vom Citypark? Ihre ersten Testpersonen in den Wohnungen sind ein junges Paar mit Baby. Sie leben seit einem Jahr in drei Zimmern mit 90 Quadratmetern für 1.200 Euro warm. Ich glaube, wir hatten nur 3 Monate Zeit und ja. Das ist in Karlsruhe sehr sportlich. Also, und da haben wir sehr breit gefächert gesucht und das war die einzige Wohnung, die sich zurückgemeldet hat. Also von den anderen haben wir auch nicht mal Absagen bekommen. Also es war schon verrückt. Die beiden sind zufrieden hier. Kritik an zu enger Bebauung können sie nicht nachvollziehen. Sie sind einfach froh, dass sie in Zeiten der akuten Wohnungsnot in Städten eine für sie bezahlbare Wohnung gefunden haben. Architekt und Stadtplaner Markus Neppel weiß, dass es utopisch ist, akute Wohnungsnot schnell abzuschaffen. Hier drüben sind einfach diese
Die Politik kann natürlich auch nicht zaubern, weil also solche Projekte dauern 10 bis 20 Jahre. Und automatisch gehen die auch nicht. Also auch Geschäfte, Kitas fallen nicht vom Himmel, sondern müssen natürlich auch finanziert werden, müssen betrieben werden. Das heißt also, das ist ein ständiger Prozess. Also so ein Quartier kann sich erst beweisen, wenn es nachher wirklich fertig ist. Das ist ein langer Blindflug und man weiß nicht immer, wo man ankommt. Die meisten Bewohner sind zufrieden mit dem Citypark. Das große Problem aber ist, dass bald nur noch Besserverdiener sich das Leben in der Stadt leisten können. Und was machen dann die anderen? Wir machen gerade mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft auch ein Projekt und die haben 6.000 Leute auf ihrer Warteliste. Ja, und das ist für eine Stadt wie Karlsruhe enorm viel. Und wir sind auch in sozialen Brennpunkten hier unterwegs und da ist es schon auch ein anderes Klima. Ja, da wird anders geredet und man sagt, tut bitte endlich was und hört auf zu reden. Stefan Fritz hat etwas getan. Zusammen mit Regina Schleier vom Verein Tiny House hat er ein Grundstück nur 7 Kilometer von Karlsruhe entfernt gefunden, auf dem er demnächst sein Tiny House stellen will. Willst du noch ein paar Fotos machen für uns? Ja, gerne. Sogar den Erstwohnsitz kann er hier auf dem Campingplatz anmelden. Campingplatzbetreiber Michael Herfurth zeigt ihm sein neues Zuhause für sein Tiny House. Der Hecke sieht hinten. Also das heißt, über den Graben hinweg. Es ist nicht direkt in der Stadt, aber stadtnah und dennoch grün. Für Stefan Fritz schließt sich hier ein Kreis. Meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass ich schnellstmöglich hierher bekomme, weil ich sag mal, aus Nachhaltigkeitsgedanken jetzt es für wenig effektiv halte, jedes Mal 1,5 Stunden einfache Wegstrecke zu meinem Haus zu fahren, wo ich eigentlich eher minimalistisch lebe. Das heißt, hier in der Nähe von Karlsruhe kann ich mich mit Bus und Bahn bewegen, kann ich mich mit dem Fahrrad bewegen und das käme mir sehr entgegen. In 30 Minuten ist er mit Bahn und Faltrad in der Stadt. Eigentlich ist Leben auf dem Campingplatz in Deutschland nicht gestattet. Das hat sich aber mit der Gemeinde Waldbronn, die hier zuständig ist, seit Jahren so ergeben. Und wir haben ja schon viele Menschen, die hier leben. Wir leben ungefähr 140 Personen mit Erstwohnsitz das ganze Jahr. Und wir haben jetzt vor 2 Jahren den Platz sehr stark verändert, sind im Umbruch, weil wir festgestellt haben, dass sehr viele in der Gegend wohnen möchten. Wohnraum ist knapp, das ist die eine Argument, aber das zweite ist eigentlich, dass wir hier in einem herrlichen Stück Natur sind, stadtnah. Wenn Städte und Gemeinden sich bewegen, ist vieles möglich. Regina Schleier ist sich ganz sicher, dass immer mehr Menschen Tiny-House-Gemeinschaften gründen wollen. Davon bin ich überzeugt, dass das kommen wird. Es muss jetzt endlich mal Projekte geben, die auch realisiert werden. Also wenn es zum Beispiel hier so entstehen würde und dann auch in die Öffentlichkeit hinausgetragen wird und auch sich Städte und Gemeinden bereit erklären, ein Grundstück zur Verfügung zu stellen, dann wird sowas ganz schnell kommen. Davon bin ich überzeugt. Für Stefan Fritz wird das Wohnen hier auf dem Grundstück etwa 200 Euro monatlich kosten. Ich bin jetzt froh, dass ich so eine Fläche hier gefunden habe, wo ich stadtnah mein Tiny House aufstellen kann. Und das Ganze auch noch zu einem bezahlbaren Preis. Ja, also ich möchte das Grundstück ja nicht kaufen. Ich habe mir das Tiny House ja zugelegt, weil ich mir durchaus auch vorstelle, irgendwann mal ortsveränderlich zu leben. Ja, also ich muss nicht unbedingt im Raum Karlsruhe bleiben. Meine Wunschvorstellung ist es momentan. Ich weiß allerdings nicht, wie es in 10 Jahren aussieht. Und da habe ich mit einer Immobilie, wie der Name schon sagt, sie ist halt immobil, habe ich da halt keine Chancen, irgendwie schnell umzuziehen. 2 weitere Tiny-House-Besitzer haben sich bereits angemeldet. Marie und Fabio haben am Ende doch noch eine Wohnung gefunden. In Mainz-Bretzenheim. Ihre Anzeige im Internet mit dem Foto hat gewirkt. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss und hat 85 Quadratmeter. 3 Zimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, eine kleine Wohnküche und 2 Bäder sogar und einen großen schönen Flur mit Balkon. Und wir zahlen 930 Euro. Also sind ungefähr 40-45% unseres monatlichen Haushaltseinkommens. Und das ist schon sehr viel Geld. Also wir waren froh, dass wir die Wohnung bekommen haben, weil es noch relativ günstig für Mainz ist. Aber es ist natürlich schon viel von dem Geld, was man im Monat sich erarbeitet, geht allein fürs Wohnen drauf. Wo werdet ihr sparen? Das ist schwierig. Ich denke mal vielleicht an Freizeitaktivitäten. Und vielleicht auch vermutlich dann auch am nächsten Urlaub, dass wir da dann eben nicht mehr wegfahren können, wie wir es vielleicht vorher gemacht haben. Wohnen in der Stadt wird noch lange heißen, tief in die Tasche greifen für das, was man kriegt.